Hallo und willkommen hier zu Pokémon News, einer weiteren Folge davon. Und es kommt eine Lucas Lodge, die Xbox, raus. Natürlich von Crimson Invasion, eine Box. Hier ist Gaslord, ich glaube, in einem alternativen Artwork. Eine Ultra-Bestie ist natürlich. Eine Energie für den ersten Angriff, jede Menge Energie für den anderen und da die GX-Attack ist auch wieder so heftig, aber ich glaube die erste Energie kann schon wieder ein bisschen mehr davon bringen, aber ich glaube so gut ist sie nicht, dass man die spielt. Aber schauen wir uns mal die Box an. Hier haben wir Crimson Invasion, Crimson Invasion. Was ist das? Das ist ja noch was Uraltes, oder? Und das ist Evolution oder irgend sowas, XY. Das schaut aus wie Schicksalsschmiede oder sowas. Das ist wirklich ne. Warum macht man nicht neue oder besser rein? Aber naja, ich glaube, ich finde es nicht so toll, diese Box. Auch wenn sie natürlich schön ausschaut und so die Riesenkarte natürlich. Aber sonst glaube ich, finde ich, dass es nicht so gut ist. Und Guslert selber ist ja auch nicht so der Bringer. Muss man schon sagen. Er schaut vom Artwork schaut das ziemlich cool aus, frisst sich alles da nieder, hier ein Auto. Aber sonst, naja, abwarten und Tee trinken. Vielleicht ist ja doch irgendwie ein bisschen andere Booster Packs drinnen, aber ich denke nicht. Naja, dann würde ich mal einfach hier Schluss machen und bis zum nächsten Mal.